Sie sind eine Visitenkarte unseres Landes. Sie vermitteln deutsche Sprache, sie teilen etwas mit über das moderne Deutschland, sicherlich auch über Werte, wie wir sie leben und pflegen, Toleranz und Vielfalt. Dieser Begegnungscharakter, das haben, glaube ich, alle Schulen, egal wo sie sind im Ausland, gemeinsam. Ich weiß natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler blendend in der Lage sind, sich in fließendem Deutsch zu verständigen, aber eben nicht nur das, sondern das Bildungsniveau an den deutschen Schulen im Ausland ist sehr hoch. Die Lehrer sind entweder aus Deutschland oder keine Lehrkräfte. Das sind zwei unterschiedliche Lernkonzepte, Kulturen, die dann aufeinandertreffen. Und das ist auch ein sehr gutes Zusammenspiel. Zu wissen, dass in dieser globalisierten Welt nicht nur Austausch von Waren gefragt ist, sondern kultureller Austausch mindestens so wichtig ist und die Begegnung mit anderen eben auch.